Hallöle. Hier ist Brettgar wieder mit einer neuen Folge von meinem Batman Let's Play. Wir müssen immer noch Orakel retten. Rette Orakel aus den Fängen des Arkham Knight. Treff dich mit Nightwing und bla 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 blablabla. Und da werden wir jetzt mal sehen, was Nightwing über North Refrigeration weiß. Wenn ich den Pinguin finde, finde ich auch den Nightwing. Hey, so, liegen. Und da sind wir schon. Hast du Batmans neuen Anzug gesehen? Schräges Teil. Viel Fledermausartiger. Schleichst du immer noch auf Dächern rum? Ja. Du hättest nicht kommen sollen. Nicht heute. Machst du Witze? Als ich von Barb erfuhr, habe ich... North Refrigeration. Sag mir, was du weißt. Der Pinguin benutzt Kühllaster, um Waffen aus Bloodhaven zu schmuggeln. Ich glaube, er hortet sie direkt hier in Gotham. Die Frage ist nur, wo? Cobblepot ist unsere beste Spur zu Barbara. Ich muss dieses Waffenlager finden. Wenn ich einen der Laster abfange, führt er mich direkt dorthin. Wenn es nur jemanden gäbe, der ihre Bewegung überwacht hat. Was? Du dachtest nicht wirklich, ich kreuze ohne Plan hier auf, oder? Ich erledige das. Du wirst in Bloodhaven gebraucht. Komm schon, Bruce. Lass mich helfen. Du schaffst nicht alles allein. Doch. Zu gefährlich. Schaffen wir. Ich will niemanden mehr verlieren. Bloodhaven braucht dich. Okay. Ich verstehe schon. Aber wenn du den Laster verfolgen willst, brauchst du das hier. Es ist ein Prototyp direkt aus dem Labor. Der alte Fox hat sich selbst übertroffen. Wir sehen uns, Bruce. Was? Unterbrecher? Waffen, Ausrüstung, Sabotagefähigkeiten, Fahrzeug, Verfolgungssystem. Mit den Sabotagegeschossen des Unterbrechers kann ich ihre Waffen deaktivieren. Greif zu! Los! Die erste ist umsonst! Wo ist der Haken? Es gibt keinen! Ich habe nur 3 Schuss übrig. Ich sollte mir meine Ziele gut aussuchen. Hattest Waffen? Du siehst aus wie der Mörder meines Bruders. Und du siehst aus wie der Typ... Das ist nicht gut. Die Kiste steht unter Strom. Jeder, der Nachschub braucht, bekommt einen Schlag. Die Waffe wurde deaktiviert. Wenn ich den Unterbrecher erneut benutze, wird sie bei der Verwendung explodieren und alle in der Nähe zu Boden werfen. Für diese Freaks. Na, fange ich mal an. Ich erinnere mich daran, wie der Pinguin uns angeheuert hat. Er bot uns eine Riesenladung. Ich habe ihre Ausrüstung sabotiert. Zeit, mich ihnen vorzustellen. Er ist total wahnsinnig, wie er immer irgendwas faselte, von wegen, er nimmt, was ihm zusteht. Und dann diese Flasche. Hast du sie mal von nahem gesehen? Nein, was ist überhaupt passiert? Du kannst mich... Gib auf die Fresse. Zack, zack. Und dann wird das Ganze hier geklärt. Das ging, war okay. Ja. Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Jetzt muss ich sie nur noch so weit motivieren, dass sie mich zu ihrem Versteck führen. Na, klopfen wir mal an, wa? Hallo! Ich bin's, der gute Was Nachbar. Was hast du vergelt? Nein, 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 es ist Batman! Hauen wir ab von hier! Rapide funktioniert. Immer. Wenn ich auf den Dächern bin, kann ich ihn direkt bis zum Depot des Pinguins folgen. Der Peilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude durch aktiv. Solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Es ist Batman. Wir müssen sofort hier raus. Wo willst du denn hin? Zurück zum Unterschlupf.
Bist du blöd? Das führt ihn doch wieder zu Comet Hot! Was soll ich sonst machen? Fahr weiter, vielleicht lässt er sich abschütteln! Ist klar. Siehst du ihn? Ich bin am Fahren. Schon klar, aber ich sehe ihn nicht. Ob wir ihn los sind? Lass dich, guck weiter. Wir müssen sicher sein, ehe wir zurückfahren. Pinguin, ich behaupte, das wäre einfach. Der Niemand Pinguin. Hat was von Batman gesagt. Nein, meine Freunde. Ich hätte hier nicht so eine große Fresse. Das gibt es nämlich gleich aufs Maul. Wird schon mal glatt bau. Robert, wo will denn der hin? Also, da ist das Auto. Was hat er mit seinem Gesicht angestellt? Wer? Scarecrow, verdammt nochmal! Hörst du mir überhaupt zu? Doch, tu ich, sorry, hab nur nachgedacht. Worüber denn? Wie ich aus dieser verdammten Stadt komme. Gotham, die beschissenste Stadt Amerikas. So schlimm ist es nicht. Komm schon, schau doch mal. Siehst du irgendwas, was gerettet werden sollte? Ich würde diesen Ort niederbrennen und dann von vorne anfangen. Für einen Augenblick dachte ich, es wäre Batman. Er und der Boss beim Plaudern. Ich dachte schon, ich bin verrückt. Ja, oder die Hölle wäre zugefroren. Woran hast du es gemerkt? Wie machen wir das? Kein Umhang. Die Stimme. Und die Knarre. Sieh da drüben, sehe ich doch so ein komisches. Ich kann mir was Besseres vorstellen, was ich jetzt machen könnte. Eins muss ich der Tochter des Commissioners lassen. Angst hatte sie. Als sie einfach auf den Neid losgegangen ist, dachte ich, er knallt sie gleich an Ort und Stelle ab. Ach, Doktor. Irgendwie glaube ich, dass sie mit ihr noch was vorhaben. Unfassbar, ich hocke schon wieder auf einem verdammten Dach. Das ist schwer gesichert. Das muss das Fest Pinguin sein. Mann, Batman hat ihn echt erwischt. Wo ist der? Auf der Südseite. Ich bin hinter dir. Zeig dich! Ich sehe ihn! Lauf! Diesmal kommt er nicht davon! Bam!
Das Dach war schwer gesichert. Das muss der Eingang sein. Ach, das ist doch schon wieder der Joker, Alter. Komm schon, tu irgendwas. Du machst mich ja lächerlich. Meine. Okay. Was ist mit der Fledermaus? Batman. Sorge dich nicht um Batman. Den gibt's schon bald nicht mehr. Das ist der Pinguin. Ja, er ist weg. Er ist ein Nichts. Ich hab's doch gesagt. Er konnte nicht mal mit den beiden in dem schrottigen Truck mithalten. Er wird überschätzt. Egal. Er gehört. Ich hab euch was zu sagen. Hör mal zu. Wie ihr wisst, und es bricht mir wirklich das Herz, haben wir mit diesen Freaks zusammengearbeitet, um die Fledermaus zu erledigen. Ich weiß, es war schwierig. Aber seht es doch mal so. Wo müssen wir jetzt lang? Wir sind verdammt reich. Ja. Ja. Ah, hier. Wir haben mal einen Müll. Seht es euch an. Wundervolles Geld. Und es gehört alles. Psst, das ist großartig. Er weiß nicht einmal, dass du hier bist. Komm schon. So, hat irgendjemand noch mehr dämliche Fragen? Was machen wir jetzt? Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo sie Jawohl. Sind. Jawohl. Sie hat er also? Die Kleine des Commissioners? Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot. Sie wollten zu einem Kerl namens Simon Stack. Ihm gehört ein Pharmaunternehmen oder sowas in der Art. Lüg mich nicht an. Ach, tu ich nicht, wirklich. Sie sagten, er verlässt Gotham bald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Aha. Macht ihn kalt. Oh. Wir schießen, Batman. Sag mir auch nicht helfen. Scarecrow wird dich brechen. Du bist erledigt. Batman! Na, das glaube ich nicht. Ich habe meinen Schwinger perfektioniert. Seh zu und lernt. Wird seine Rübe direkt von den... Oh, Nightwing. Du regelst das schon, was? Keine Angst, du kannst mir später danken. Ich mach alle. Soll ich dir zuerst recht sein? Wir reißen dich in Stücke! Das war's für dich, Batman! La. Oh, Scheiße, der große Selle! Zack! Und auf die Fresse. Nee, komm her hier! Brauchst du das nicht schon? Ach nee, da ist ja nur einer. Nee, der will echt nur aufstehen? Oh, hier. Haufen Geld. Die Waffen dürfen nicht auf die Straße gelangen. Das Depot muss zerstört werden. Zerstört das Waffendepot des Pinguins. Na dann. Bruce, lass mich dir helfen. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich hab dir gesagt, ich brauche dich in Bloodhaven.
Scarecrow, diese Waffen, das alles geht auch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal, bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Kühllaster? Und der Joker sitzt schon wieder auf einer Kiste. Was für ein Wichser. Den nehmen wir jetzt aus dem Biss. Explosivgel. Nimmst du ihm das Gehabe ab? Macht er doch nur, um einschüchtern zu klingen. Wenn ich die Tür schließe, wird das die Explosion eindämmen. Okay. Nee, ich will die Tür zumachen. Bitte! Was tust du, Bats? Ja. Komm schon, sperr mich nicht ein! Doch! Ich mach, was du willst! Soll ich Wäsche waschen? Was? Wäsche? Wäsche waschen? Kein Problem! Ha, mit dem würde ich nicht tauschen! Ich muss weit genug entfernt sein, bevor ich sie zünde. Willst du mich verarschen? Huch! Das war ein bisschen laut. So, jetzt reden wir mal mit Nightwing. Ich werde Barbara retten. Ich melde mich, sobald ich die Laster vom Pinguin gefunden habe. Danke, das weiß ich zu schätzen. Wofür hat man denn Freunde, Bruce? Wo geht's denn jetzt hier eigentlich raus? Kann man hier den direkten Weg nehmen oder muss ich jetzt wieder... Okay. Alfred, finde so viel wie möglich über Simon Stagg heraus. Der Pharma-Riese? Natürlich, Sir. Ist ja alles eingekracht. So, wie geht's jetzt hier weiter? Irgendwo da hinten ist doch, glaube ich, eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Halten wir mal die Leiter um. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Oh. Ja. Warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Ja, ich schaff das schon. Obwohl es schon ein Weilchen her ist. Bin vielleicht ein bisschen eingerostet. Also, bereit für ein paar Joker-Einlagen? Das wird echt spitz. Alles nieder, los! Das wird nicht funktionieren. Die Wachgeschütze erkennen mich durch den Rauch hindurch. Verdammt. Was nehmen wir denn dann? Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Ah, gute Idee. Haben wir ihn? Ich weiß nicht, glaube schon. Fitz raus, find die Leiche. Und nein, ob wir das schaffen, sie doch getroffen haben. Batman und Heil rauszuholen, das warst bestimmt du. Du bist das werden wir in der nächsten Folge von meinem Let's Play Batman Arkham Knight sehen. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Und hoffe, in der nächsten Folge seid ihr auch wieder mit dabei. Bis dahin, viel Spaß bei dem, was ihr noch macht. Tschüss.